willkommen zu einer weiteren Folge Levy mit unserem Rohr am Start und dem Livestream noch nebenbei. Ja. Wo die Maria uns immer noch fleißig zuguckt. Und Maria meint, hab ich gehört, Roro. Sag ich doch. Was hast du nur gehört, Maria? So, Helfer erstmal entlasten, Motor aus. Motor wieder an. Jetzt kann man umfüllen vorn. So, den Seedmaster, der ist jetzt auch wieder voll und fängt gleich wieder an zu produzieren. Okay. Den Rest vom Weizen lege ich wieder in ein Silo rein. Weil wir haben nämlich noch Weizen im Silo. Aber wie gesagt, das lassen wir drinnen am besten für den Seedmaster, damit wir auch ein bisschen. Ja, das wäre nicht schlecht. Maria meint, hab alles gehört, Roro. Also. So, und den letzten Hänger. Ich glaube, du kannst den LKW gleich wegfahren, Roro. Der ist auch noch gar nicht voll. Okay. Aber Maschinchen ist jetzt leer, ich kann es wieder neu ansetzen. Na, ist nicht, ich sollte da noch den Baum. Stimmt hier. Ein bisschen näher ran. So. So, jetzt fahre ich zu dir. Wunderbar. Kann hier gleich weiter krubbeln auch. Hier kann man wieder die Plane drüben. Ah, der LKW ist zu 92% voll. Ja. Ja, kannst du eigentlich schon wegbringen, oder? Welcher Baum ist denn das überhaupt? So. Wo steht denn der überhaupt? Hier, wo ich mit dem Kraftprotz stehe. Und wo steht der? Und wo ich bin. Und wo bist du? Dort, wo der Traktor ist. Ich hupe. Ja toll, das höre ich auch von so weit weg her. Ja, dann ist ja gut. Dann ist ja gut, dass ich hupe. Warte mal. Genau, der hier vor mir. Ich muss das Gerät erstmal anschalten. So. Wäre ein taktischer Vorteil. Okay. Jawohl, ja. Schön. Kann ich wieder ausschalten und alles wieder wegfahren? Könntest du, oder wir säbeln hier noch nebenbei noch Probleme weg? Nö, reicht doch. Aber der hat doch komplett gestört beim Wenden. Ja, ist doch in Ordnung. Da ist er auch gleich weg. Gerade wenn da mal der Helfer langfahren soll. So, ich hoffe, ich grubbe. Ja, ich grubbe. Kann ich gleich hier langfahren? Die Sämaschine holt mich bald ein hier. Na, dann beeile dich mal. Ja, ich muss ja mal warten wegen der Ernte. Kartoffelernte hier. Ja, oder du musst mal die Seemaschine ausschalten. Wie voll ist denn jetzt schon wieder der Kartoffelernte hier? 47, 48%. Ich such den gerade in der Liste da links. Hey, wo steht denn der? Ne, das ist ja nur der LKW, der Scania. 53%. Ach, dort steht der! Gott, ich hab ihn gefunden. Juhu! Ja, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht gehört. Schon klar. Ein 60% voll. So. Ich stelle wieder alles weg.
Maria soll mal überlegen, ob sie an der PS2 zockt. Ach ja, das waren noch Zeiten. Da gab's aber auch geile Spiele. Ja. Was hab ich gerne gespielt? Conflict Desert Storm? Oder Tomb Raider? Oder GTA San Andreas an der PS2, das waren schon geile Zeiten. Ich habe gar keine PlayStation oder so, oder Xbox oder dies und das. Ich habe gar nichts. Richtig? Ja. Also ich habe aktuell eine Wii U zu Hause und eine Xbox 360. Mhm. Was ich mir definitiv zulegen will, ist eine Xbox One. Weil ich bin ein absoluter Halo-Fan. Ja, Halo gibt's auch für den PC. Ja, aber nicht das Halo. Ja. Der Kartoffelernter bremst mich ja aus. Der ist ja gleich voll. Warte, wo ist der LKW? Da ist er. Dachte, du hast den weggefahren? Der, ja. Wen? Und den LKW? Wann denn? Ich hab doch nicht so viel Zeit wie du. Oh. Ausreden. Sie spielt ja noch God of War. Sagt mir was. Das Spiel sagt mir was. Überlegen wir gerade. Was das für eins war? Weiß ich jetzt auch nicht. Also gespielt habe ich es jetzt nie selber. Ich habe da immer nur den Namen oft mal gehört. Ist da jetzt nicht vor kurzem irgendwie was ganz Neues von dem Spiel rausgekommen? Keine Ahnung. So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, damit ich da ranfahren kann und den abtanken kann. Dankeschön. Fordern über das frisch gekromerte Feld. Ja, ich brauch da. Das machst du doch mit Absicht. Nein. Ja, freilich. Da sieht man doch, dass du das mit Absicht machst. So, voll. Du oder wer? Nee, ich schon. Ja, der. Das sah knapp aus. Ja. Ich kann das, wa? Naja. Wie, naja? Naja. Willst du etwas anderes sagen? Oder was anderes behaupten? Ja, definitiv. Was? So. Ich fahr mal jetzt wieder zur Reederei, ne? Jo. Ich behalte mal die Saatmaschine hier im Auge. Okay. Der hat schon wieder keine Saat mehr drin, du. Ja, das ist ja nur so ein kleines Ding. Aber ein größeres gibt's schon. Maria schreibt, ja, ich glaube für PS3 oder PS4. Ah, gut, da war das Spiel, ja. Da weiß ich, welches das war. Ich nicht. Na gut, wie gesagt, ich habe ja keinen PS2 oder überhaupt irgendwie Konsolenspiel. Aber du hattest immer nur PC? Ja. Das waren noch Zeiten, wo ui, naja, das war jetzt knapp, wo man so gerade mal so 100 Megahertz CPU hatte oder was weiß ich. Oh ja. Oh, waren das Zeiten. Oder wo die ersten 3D-Spiele kamen, wo man noch eine Grafik, also eine zusätzliche Grafikkarte, also so ein Voodoo hieß die damals. Da hat's, ich glaube, davon habe ich gelesen gehabt. Da hat es deine normale Grafikkarte und da gab es noch Voodoo. Und die musstest du an deine Grafikkarte mit anschließen. Und dann konntest du so richtig 3D-Spiele zocken. Vorher ging das nicht. Das ist schon heftig. Ist schon heftig. Wenn du mal überlegst, wie weit die Technik heute ja ist. So mit 4K und hast du nicht ja gesehen? Das ist schon heftig, wie die Technik sich gewandelt hat. Oder wo die ersten Prozessoren mit MMX kamen. Und da konntest du manche Spiele nur mit MMX-Prozessoren spielen, so richtig oder sonst irgendwie. Okay. Oh, das war auch was. Ach, bist du schon in der Reederei? Ich bin schon in der Reederei, ja. Cool.
Ah, das waren noch Zeiten. Maria schreibt, jo, muss den Götter weiter in den Arsch treten. Jo, läuft mir ja. Oh, du solltest dich beeilen. Sollte ich mich beeilen? Okay. Weil der Kartoffelernter voll ist. Okay, bin ja gleich da. Und der muss noch zweimal fahren. Ich bin doch schon auf dem Rückweg. Oh, 42 Steißen hab ich jetzt. Ich hab 127. 1000. So. Bin gleich am Feld. Wunderbar. Ich sehe schon das Feld. Ah, hier ist ja das andere Feld. Okay. Der steht auch genau richtig. Ja, also, cool. Du musst neben dem Feld aber fahren. Auf diesen Treckweg, der da ist. Treckweg. Hm? Genau, wunderbar. Auf jeden Fall nicht zu weit. Ich bremse. Gut. Ich halte dich an. Danke. Ich häng fest. Oh, oh. Jetzt musst du warten. Da bin ich noch rausgekommen, du. Ich glaube, den LKW durftest du gleich wieder komplett voll kriegen hier. Ja, ist doch nur die kleine Spur noch. Der fährt doch schon weiter. Das vordere Teil dürfte der jetzt voll sein, oder? Nein. Nein. Nee? Mit 57%. Okay. Achso. Da kann ich ja jetzt erstmal weiter probieren. Kannst du tun. So. Wenn der fertig ist, setzen wir den gleich aufs andere Feld. Jo. Damit das dann. Ja. Da hat man doch jetzt einen quasi reibungslosen Übergang hier. Wegen was? Naja. Dadurch, dass ich hier per Hand krubbel. Ja. Und der Helfer da gerade weiter das Feld besorgt. Hm. War das doch ganz gut hin, ja. Hier gerade. Ja, spritmäßig wird es auch reichen noch fürs andere Feld. Und dann müsste er getankt werden. Aber das können wir dann gleich oben machen, weil der ist auch schon ziemlich dreckig geworden. Finde ich. So, das macht jetzt die letzte Spur. Wunderbar. Muss auch noch ein bisschen warten. Ja, ja, ich sehe es. Kriegen wir hin. Aber. Wo ist denn jetzt eigentlich Sturm? Ist doch gut, dass. Springt den Mann in Position. Ist doch gut, dass wir schon den Helfer angeschalten haben für ihn. Ja? Oh ja. Weil es, wie gesagt, weil er nicht so breit ist, dauert das. Ich hoffe, der Abstand reicht. So, der ist gleich da. Ja, was heißt gleich? Dauert doch noch ein bisschen.
ist auch, aber der wird auch ganz schön dreckig, finde ich. Ja, die Erntemaschine? Hab schon nichts so ruhig drauf gedacht. Ja, ich betrachte es gerade, also so. So, der ist gleich fertig. Und wie ich sehe, sind wir auch schon mit am Folgenende. Ja. Was schon? Mensch, das ging aber schnell. So. Warst du dran oder ich? Ich? Mhm. Okay. Also, liebe Leute, das war's mal für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch etwas in die Kommentare. Oder macht ein Like. Oder abonniert uns, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Wird uns freuen. Das war's mal wieder für heute. Bis denn dann. Tschüss. Tschüss.